Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bindelbach heute am Sonntag. So, ich wollte mal gucken, wo waren wir denn? Ah, hier haben wir das gestern hier hingestellt. Ja. Hier. Hat mir jemand geschrieben, dass ich wohl an der falschen Seite war. Moment, lass mich ganz kurz gucken. Lass mich der Theorie überprüfen. Aktive Seite rechts. Ne? Wäre doch eigentlich nicht so falsch gewesen, glaube ich. Wir müssen jetzt trotzdem mal gucken. Ist die Maschine zuklappen? Aho. Aha, okay. Das habe ich nicht gewusst. Lass mal jetzt, so. Es ist ja tatsächlich so, dass diese Seemaschine das kann. Könnte. Wir werden aber trotzdem grubbern. Weil ich das geil finde, wenn man trotzdem grubbert. Brauchen zwar ein bisschen länger dafür, aber, was soll's, ne? Grubber, wir haben hier einen schönen Vogel und Nöt. Und wir kaufen heute noch was. Natürlich kaufen wir heute noch was. Wo haben wir es denn? Bei... Hier, Silo King. Habt ihr gesagt, soll ich mal mit reinnehmen? Haben wir natürlich sofort gemacht, ne? Ich werde mir es aber zurücksetzen lassen. Tut mir wirklich sehr leid. Was denn hier? Also unten, ne, ohne Witz. Gewichte. Oh, ne, die brauche ich nicht. Hier, den brauche ich noch. Jawohl. Ein Hänger, den nehmen wir auch noch mit. So, das war's, oder? Lass mich ganz kurz das hier noch was macht ihr denn da? Lass mich ganz kurz das noch machen, wollte ich gerade sagen. Weil der muss natürlich weiterfahren. Ich möchte natürlich jetzt heute hier diese Folge noch machen und dann werden wir vielleicht... Ne, werden wir nicht. Neuen Tag beginnen wollte ich jetzt sagen, aber das werden wir nicht machen. Werde ich was reingeschüttet? Weil ich noch die Silage fertig machen muss, ne? Ist ja klar. Was wir jetzt auch noch kaufen werden, habe ich mir so in einer freien Minute gedacht, ist ein Hanomag. Vielleicht kennt den einen oder andere der Hanomag. Der Hanomag ist ein Gerät, ein Radlader mit einer Teleskopladeraufhängung, den ich bereits auf der Belgian befand, der sehr gut benutze. Und das Ding ist der Wahnsinn. Der ist echt nice. Wirklich nice. Sonst, ich würde es euch echt nicht sagen, aber das Ding ist geil. Und vor allem das Ding können wir uns leisten. Das ist noch so ein Grund für mich. Weil wir es uns leisten können. So, Freunde. Das schaffen wir nicht, ne? Ach, nee. Ja, das hat er schon geschnallt, dass er hierher muss. Aber, wo fährt denn jetzt hin? Baum, oder? Stopp. Wo fährt denn jetzt wirklich hin? Der fährt hier... Ah, der hat den nächsten... Ah, ich verstehe das schon. Der sucht den nächsten Punkt. Ah, okay. Das heißt, läuft bei euch. Wir werden jetzt... Wow. Wir werden uns jetzt einen Grubber schnappen. Und wir werden dann mit diesem wunderschönen Grubber hier ein bisschen grubbern. Ne? Wer hat's gedacht? Aber es ist wirklich so. Die Seemaschine ist ein bisschen breit, ne? Also kann das so angehen? Das ist schon ein bisschen breit. Jemand hat gesagt, ich soll den wieder verkaufen, den IH, den International Harvester 54, 88. Aber da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich gesagt, weil das Ding läuft super. Und wir brauchen ja noch einige andere Maschinen auch noch, deswegen muss der im Hof bleiben, Leute. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, dass ich den wieder verkaufe. So, jetzt haben wir hier ein kleines Problemchen mit der Ausrichtung. Es zurücksetzt Punkt, aber schaffen wir auch noch irgendwie. Wir fahren nämlich hier so ran und wir fahren nämlich hier dann zurück. Und lustigerweise wird sich dann genau ausgehen. Oh, Alter, wie Glück. So, dann fahren wir nämlich hier zurück. So, nicht zum Siedelhaufen, weil ich brauche den Hanomag, weil ich Silage natürlich zu den Kühen bringen möchte. Wir haben noch nicht sehr, sehr viel Produktivität hier geschafft, deswegen, das würde ich gerne ein bisschen forcieren. So, wir fahren hier mal rein. Irgendwas stimmt mit dem Case Puma nicht. Der macht nur Faxen da unten. So, wir werden das jetzt nochmal untergruppen. Das ist ja eine Reihe, die wir gestern gemacht haben. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich möchte hier nur so ein kleines Vorgewende machen. Wirklich nur ein kleines. Ne? Ja, mit der Zwillingsbereifung läuft das ja nicht ganz gut. Nur damit du weißt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Wäre ja auch nicht so schlecht. Und ich werde dann
wenn das Grubbern erledigt ist, werde ich hier noch mit einem Düngerstreuer drüber fahren, damit das Ding gleich gedüngt ist. Und dann wird erst angesät. So wäre eigentlich die Reihenfolge, die so wie es immer, ich immer mache. Und das werde ich auch hier so machen. Weil ich habe mir gedacht, warum soll ich jetzt eine Ausnahme machen? So, wir machen das Ganze mal von der Innenansicht, weil das einfach noch viel cooler aussieht, wie ich finde. So, einmal rauf, einmal runter, glaube ich, reicht als Vorgewende für diesen, So, können wir ganz gemütlich ein bisschen cruisen. So, mal den hochheben, dann werden wir mal ein Stückchen zurückfahren. Und dann werden wir die gerade hier runterziehen, ne? Wieder absetzen. Sehr schön, so passt das ganz gut. Was habe ich denn eingestellt? Ich nehme jetzt den normalen Helfer, der fährt hoch runter. Da braucht man keine aktive Seite, weil der fährt einfach so, wie es kommt, sage ich jetzt ganz blöd mal. Aber er macht es zumindest und ich glaube, dass mit dem Trecker eigentlich das auch ganz gut funktioniert. Ich finde diese Ansicht gerade mega geil. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das gerade. So, jetzt macht man an, weil jetzt, ne? Das ist so ein alter... So, nach links, fahr nach links. Brav! So, weil jetzt fährt er mir nämlich die Bahn schön hoch. Und wenn ich ihn oben ansetze und dann ein bisschen schief ansetze nur, dann nimmt er diese Schiefe und setzt sich durch bis zum Ende des Feldes. Siehst du? Und hier passt das. Er macht das einfach. Das ist geil. So, lass mal gucken. Was haben wir denn? Au, au, au. Das ist nicht gut. Ah, er möchte unbedingt... Ach, komm. Die Bäume müssen wir hier mal ein bisschen wegschneiden, weil das stört. Oder zumindest die Äste. Man kann ja, glaube ich, sogar die Äste wegschneiden. Da gibt es einen Aufsatz für einen Frontlader. Da habe ich gesehen. Ohne Witz, habe ich gesehen. Den muss ich mir mal mit reinnehmen, weil das tut schon bitter Not hier. So, der macht das. Sehr schön. Der Drescher... Der Drescher kann zum Hof. Den kann man nächste Folge auch machen. Komm. Nee, machen wir nächste Folge. Hier haben wir uns ein Malheur passiert, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar... Warum hat mir keiner gesagt, dass das Gewicht am Reifen streift? Hat mir keiner gesagt von euch? Moment. Guck. So geht's gerade so. Aber so hängt es ja voll im Reifen drin. Muss ich unten lassen. Okay. Wieder was gelernt. Gut, wir bringen das hier mal zum Hof. Dann werden wir mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Also man darf wirklich, es hat ja wohl funktioniert mit diesen attachten Ballen, dass sie einigermaßen gut halten. Aber wenn man natürlich so ein Rowdy ist, so wie ich, dann ist klar, dass es nicht hält. Und da muss man mit den Konsequenzen einfach leben. Aber, es gibt ja den wunderbaren Silo King und den werden wir uns gleich jetzt mal anschnallen. Und dann werden wir gleich mal testen, ob der die Ballen einzieht, wie es denn geplant wäre. Weil dann können wir gleich mal ein bisschen Stroh, wisst ihr Bescheid. So, das lassen wir hier. Nämlich genau hier. Und dann werden wir das hier abkippen. Und dann werden wir das hier abkippen. Ja, also. So. Oh, ich höre da was. Ah, Tag, hallo. Na, moin. Ich bin ja eigentlich nicht da. Aber wow. Der gefällt mir wirklich gut, International. Weiß ich nicht. Der 54-88 nennen wir ihn einfach jetzt mal. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch für diese Form. Ist ein bisschen kantig, ist nicht so abgerundet wie die anderen alle. Sondern schon ein schmuckes Stück. Also gefällt mir wirklich sehr gut. So, den nehmen wir jetzt mal mit. So, dann gucken wir mal, ob wir hier Silage reinmachen können. Nur so als Test, ne? Sollte man eigentlich können, laut der Beschreibung auf Mod-Hoster. Oh, was ist denn das hier? Ist das Silage? Das sieht nicht aus wie Silage. Aber wir können es testen. Weil, ja. Wir können... Achso, der hat ja keine, ne? Okay. So, wie war denn das hier? Ah, gibt's hier wenigstens schon mal ein paar Hebel. Ah, alles klar. Sollen wir das Ding mal absenken? Ja, ein Stückchen ranfahren mal, ne? So wie es gehört. Und dann mit dieser Kralle werden wir hier ein bisschen Silage einladen. So, Moment. Ah, nee. Ich bekomme noch nicht ganz klar. So. Immer rein damit. So. Immer rein damit. War es das schon? Mehr kann ich nicht. Okay.
Dann fahren wir mal in den Stall, ne? Da müsste man ja eigentlich von, das sieht kacke aus. So müssen wir es lassen. So sieht es besser aus. Da müsste man ja eigentlich von der Seite auch reinkommen, weil ich hoffe zumindest, dass es so ein Durchfahrstall ist. Glaube schon. Wenn ich das hier angucke. Ich kann hier schon mal ableeren. Ich weiß noch nicht, wo... Ah, hier lässt das raus. Okay. Moment. Es geht sich alles aus. Irgendwie schafft man das. So, dann lass mal ganz kurz nach dem Case gucken. Ah, die Bäume sind schon ein Problem hier. Lass mal, zeig mal, wo willst du... Oh. Wieder dieses Eck, ne? Aber sie haben nicht mehr viel. Man muss wirklich sagen, sie haben nicht mehr viel. Und ich glaube, sie schaffen das. Wobei die Bäume hier außen rum, vor allem dieser Busch hier am Eck, der muss unbedingt weg. Der ist gerade gereimt. Müsste nochmal zurückspulen, da gucken. Aber ich glaube, das passt. So, du machst deinen Job gut, sagst du? Lass mich mal gucken hier. Ja. Warum sind hier teilweise helle Flecken drin? Ah, weil er hier schon mit der Sämaschine, ne? Hier war er schon mit der Sämaschine. Ah ja, okay. Ne, ich weiß Bescheid. Genau, wir wollten hier weitermachen. So, das Tor ist schon offen. Sehr schön. Hier haben wir schon ein bisschen was liegen. Hallo, na, wie geht's euch? Hier, schön. Genießt gerade die Bürste. Oh, du bist aber eine normale Kuh, oder? Ist egal. So. Und die anderen Kühe sind da draußen, habe ich gehört. Yes, genau so ist es. Okay, dann werden wir jetzt mal testen. Wir fahren jetzt mal ein Stückchen ran. Dann fahren wir hier mal ein Stückchen ran. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das hier einfüllen können. Nur theoretisch. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Es kommt zwar nicht viel an im Futterdruck, weil das sieht immer noch aus wie leer wäre. Aber es funktioniert tatsächlich. Ah doch. Wow, geht hier viel rein. Oder? Täusche ich mich da gerade? Glaube schon, dass da relativ viel reingeht. Doch, glaube ich schon. Wir werden jetzt mal einen Ballen holen. Okay, ich habe Futter drin. Eigentlich ist es nur Silage, aber es wird Futter angezeigt. Was jetzt meines Erachtens nicht so schlimm ist. Okay. Nee, das funktioniert gut. Freut mich, wirklich. Okay. Bin gerade ein bisschen perplex, wie das so funktioniert hier. Aber gut. Gut, wir fahren jetzt mal runter, gucken mal, wo wir die ersten Ballen finden. Ja, erste Vollgas geht, sagt er. So, die Kralle haben wir hier. Die ist bereit. Ich möchte ja auch... war ja schon länger auf der Suche nach so einem Wagen, ne? Ist ja wirklich die Wahrheit. Weil ich hatte ja... Vielleicht kennt er der ein oder andere die Silage-Schaufel, die ich... Oder diese Mischfutter-Schaufel, die ich auf der Belgic Profonde verwende. Vielleicht kennt die irgendjemand. Das Problem ist, die arbeitet nach dem gleichen Prinzip, ne? Aber es gibt... Oh. Okay. Es gibt bei der Schaufel, die ich habe, die kennt kein Limit. Die nimmt alles. Da kannst du auch 10 Ballen reinfüllen, aber es werden nur maximal 3000 angezeigt. That's the problem. So, ich nehme jetzt nochmal das Wichtigste mit. Dann nehmen wir jetzt noch einen Ballen mit, weil ich möchte die Straße frei halten. Wow. Das war so nicht geplant. Kann ich hier umstellen? Ah ja, tatsächlich. Guck an. So. Nee, das war die falsche Taste. Was war denn das für eine Taste? X. Auch passt. So, jetzt fahren wir da hoch zum Hof. Dann haben wir schon mal die Straße wieder freigemacht. Ist auch schon was wert. Und mir gefällt er wirklich ganz gut eigentlich. Also ich könnte jetzt nichts Negatives über den Silo King verlieren. Diese Animation. Man muss halt gucken, dass das schön ist, ne? Ich kann es auch so machen. Sieht aber kacke aus. Jetzt mach's lieber so. Das sieht ein bisschen real aus. Finde ich zumindest. So, der Case hat immer wieder Probleme, ne? Ich muss mal gucken. Vielleicht kann man das mit dem anderen LKW oder... Nee, es liegt aber auch gar nicht daran. Man muss wirklich ganz ehrlich sagen, es liegt nicht daran. Es liegt einfach daran, dass das Feld... Oh, dass das Feld ein bisschen doof... Oder nicht doof ist, sondern einfach blöd ist von der Kollision her. Ich könnte mal mit dem... Ich habe da jemanden gesehen, der auch auf dieser Bindelbach spielt. Das ist der Große. Der Große heißt er, glaube ich. Oder Gorse, ich weiß nicht ganz genau. Der spielt auch auf der Bindelbach, hat sich die ein bisschen umgebaut. Ich habe mir da mal ein paar Videos angesehen. Das sieht wirklich gut aus. Hat er wirklich gut gemacht. Müssen wir mal gucken. Aber ich habe ja leider keine Zeit. Das ist ja das Nächste. So. Jetzt lass mal ganz kurz. Ich wollte noch ganz kurz testen, ob wir hier es schaffen, hier noch Silage reinzubringen. Weil Ding ist ja nur 33%, 36% voll oder auch nicht voll. Kannst du das nennen, wie du willst. Aber prinzipiell... Aber prinzipiell muss da noch was reingehen. So. Ne? Jetzt gucken wir mal. Das Ding wird mal abgesenkt.
So, dann machen wir mal diese wieder auf hier. So. Und dann fahren wir mal rein hier. Kann ich jetzt da noch was... Ich habe gesehen, dass man das verlängern kann, aber ich weiß nicht wie. So. Bei mir wird die... Ah, nee, die ist voll. Nee, okay. Jetzt ist... Okay, Statusbericht. Wir haben jetzt praktisch nur eine Anzeige von 36%, weil er das noch von der Frontpartition, also von der vom Front, da, das zählt er mit. Da hätten auch noch zwei Ballen Platz und dann wären die 100% voll, was der Trecker gesamt schafft. Ich glaube, so ist das richtig erklärt. Das heißt, die Maschine kann nicht mehr. Die kann einfach... Warum man das jetzt auf der linken Seite auslädt, weiß ich nicht. Vielleicht... Weil ich hier die aktive Seite als links habe. Guck mal, wenn ich sie rechts mache, dann ändert sich gar nichts. Okay, aber der gute Wille war da. Ne? Wisst ihr Bescheid. Nee, aber es funktioniert auf alle Fälle und da bin ich schon mal sehr, sehr froh drüber. Ja doch, kann man glaube ich schon sagen. Gut, ich werde mir glaube ich dieses Frontdataset mit reinnehmen, mit dem ich die Äste ein bisschen stutzen kann. Oder einfach mal mit einer... Weißt du was? Wir machen das jetzt einfach. Also simply the best. Ne? Simply the best ist immer die Spontanaktion, die eigentlich gar nichts bringt, aber man hat es zumindest versucht. So, lass mal gucken, ob wir hier ein bisschen was machen können. Weil das stört mich schon ein bisschen. So, kann ich das hier so? Oder sind die nicht fällbar? Es gibt ja auch Bäume, die nicht fällbar sind, ne? Das werden wahrscheinlich Bäume sein, die hier verbaut worden sind. Weil ich bekomme hier gar nichts. Also nicht mal die Äste oder sowas, gar nichts. Shit. Hier sollte es vielleicht gehen. Ja, hier wird es auch gehen, siehst du? Aber hier, leider, sieht schlecht aus, ne? Weil hier habe ich ja gar kein Symbol. Ich meine, ich gebe nicht auf, aber... Prinzipiell muss man sagen, dass ich jetzt hier bestimmt irgendwo schon mal schneiden hätte können. Nee. Es soll nicht sein, es soll nicht funktionieren. Doch! Ha, siehst du? Problem gelöst. Ja, Problem gelöst. Einfach mal einen Ast abschneiden. Wo fährt denn hier so komisch rum? Müssen wir den auch noch wegmachen hier? Nee, geht, sagt er. Okay, könnte man den wegmachen? Oh ja, dann könnt ihr mal wegmachen. Gut, liebe Freunde, wir gucken uns in der nächsten Folge mal was an. Ob wir dann ein paar Bäume fällen und die an die Seite packen. Weil, das ist ja schon ein bisschen alles zugewuchert, ne? Seht ihr selber. Also das kann man so nicht lassen, ne? Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder zu einer neuen Folge Bindelbach. Bis dahin, macht's gut. Ciao.